So, willkommen zurück bei Let's Cliffhanger Sternkind-Saga. Seht nur da vorne! Das ist der Konvoi! Vollkommen zerstört! Wie ist das möglich? Wer kann das getan haben? Der Konvoi hat hier ein Lager aufgeschlagen. Das verraten die anderen nur der zerstörten Wagen und die Feuerstelle. Wahrscheinlich wurden unsere Leute in der Nacht feige und hinterrücks überfallen. Bestimmt! Der Konvoi war bewacht! In einem gerechten Kampf wären unsere Krieger niemals von ein paar der hergelaufenen Räubern besiegt worden. Sie sind einem feigen Hinterhalt zum Opfer gefallen. Bei Elkandor, die Wagen wurden regelrecht in Stücke gehackt. Aber seht ihr irgendwelche Leichen? Selbst wenn der Überfall schon eine Woche her ist, müssten noch welche zu finden sein. Nein, da sind keine. Irgendwie seltsam. Vielleicht sind alle entführt worden. Los, wir sollten nach weiteren Spuren suchen. Hüpf hier nicht so sorglos in der Gegend rum. Wir wissen nicht, wer oder was den Konvoi angegriffen hat, aber vielleicht wird die Straße weiterhin beobachtet. Und wer auch immer das war, hat einige gestandene Krieger überwältigt. Solche möchtegern Blechmännchen wie dich fressen jedoch zum Frühstück. Bleib doch in deiner Küche, wenn du Angst hast. Hier ist absolut nichts, mit dem ich nicht fertig werden würde. Der Überfall ist schon eine Woche her. Dieses feige Pack von hinterhältigen Räubern ist bestimmt schon über alle Berge. Wäre auch schön blöd von ihnen hier zu warten. Sie müssten wissen, dass wir den Konvoi suchen werden. Wer hätte es gedacht? Ugh. Oh, verdammt, Thorstor! Na warte, du kleines Fellknäuel! Ah, das sind Goblins. Die sehen hier ja wirklich interessant aus. Außer Häuptling haben gesagt, warten! Haben gesagt, da kommen mehr! Hier hoch mit dem! Außer Häuptling, sehr klug, wieder recht haben! Und wir euch jetzt mitnehmen! Uns mitnehmen? Das kannst du ja mal versuchen, du kleine Ausgeburt einer Hündin! Ihr habt also den Konvoi überfallen? Jetzt werdet ihr die Stärke und den Zorn der Krieger Karaduns kennenlernen. Ja, gar nicht erst lange fragen, ob überhaupt der Konvoi überfallen wurde. Die Goblins griffen nach ihren Waffen und fletschten böse ihre Zähne. Dann drangen sie mit Wucht und Gewandtheit auf uns ein, bestrebt uns wohl ebenfalls alle gefangen zu nehmen. Ja, haben natürlich auch Erstschlag. Dreck werfen. Macht das irgendwas? Naja, wir klatschen einfach mal alle auf einen Goblin ein und mal gucken... Ah, Thorstor wird vom Computer gesteuert. Thorstor ist also ein NPC. Im wahrsten Sinne des Wortes. Na gut, dann... Haki darf dann erstmal nochmal angreifen. Die Goblins sind irgendwie ganz schön stark. Und sie darf dann mal anfangen, sich zu heilen. 66% der Trefferpunkte. Thorstor ist auf jeden Fall wirklich ein äußerst guter Kämpfer. Also seine Trefferquote, die ist schon echt extrem hoch, muss ich schon zugeben. Ha, weiß ich gar nicht. Sollen wir Thorstor überhaupt irgendwelche Heilkräuter geben? Lohnt sich das? Oder sollen wir ihn nicht lieber sterben lassen? Ich meine, er ist so ein Arschloch. Da unten ist noch eine komische 3. Ich frag mich, was das bedeutet. Ich hätte vielleicht... Ich glaube, manchmal muss ich bei den Spielen ein bisschen besser aufpassen. Und ich hoffe auch nicht, dass ich irgendwann die Kritik kommen werde, dass ich schon viel zu viel übersehen habe. Denn ja, tatsächlich werde ich schon eine Menge übersehen haben. Ich hätte ja auch im Schloss... Also ich habe ja damals die Demo gespielt und daher weiß ich natürlich, dass ich im Schloss Schwimmen einsetzen kann. Ich kann Klettern einsetzen. Ich kann dort Heilkräuter finden. Ey, warum verfehlen wir denn andauernd? Das gibt's doch überhaupt nicht. Da haben die ja schon ein eigenes Kampfsystem gemacht, das bisher eigentlich auch recht vielversprechend aussieht. Und wahrscheinlich sind wir blind oder so, weil wegen diesen komischen Symbolen da unten. Okay, jetzt verstehe ich es. Svenja ist fast tot. Alles klar, das hat ein wenig gedauert. Da unten steht dann natürlich immer der jeweilige Zustand des Mitgliedes. Jetzt habe ich gerade Svenja und Svenja sollte sich vielleicht mal die Blindheit heilen. Und ihn lassen wir einfach Thorstor sein. Weil Thorstor ist ein Arschloch. So, und jetzt wieder Attack. Hoffentlich reicht es jetzt irgendwie. Ja. Wow, Thorstor... Ah, genau. Die Blindheit scheint auf jeden Fall nach einiger Zeit zu versiegen. Und was ist das? Langsamkeit? Ich verstehe es irgendwie nicht so wirklich. Muss man eine Runde aussetzen? Was auch immer. Ich denke mal, der Kampf ist fürs Erste überstanden. Mit dem Kampfsystem werde ich im Laufe der Zeit schon noch klarkommen. Ich meine, das ist ja bisher, naja, nicht unbedingt unser erster Kampf, aber einer der ersten Kämpfe in dem Spiel. Nach dem Kampf bleibt ein goblinischer Schrumpfkopf zurück, den Haki einsammelt. Cool. Es steckt genug Poesie in diesem Sieg, um ihn besingen zu können. Sollen sich doch künftige Rekruten ein Beispiel an uns nehmen.
Da haben wir euch wohl ganz schön den Arsch versohlt, ihr dahergelaufene, feldtragende Brut. Zu schade nur, dass ihr sonst so wenig einstecken könnt. Sonst könnten wir euch nochmal in den Hintern treten. Die feiern ihren Sieg auf jeden Fall ganz schön ausgelassen. Nachdem das Peitschen der Adrenalin des Kampfes von uns gefallen war, schienen wir selbst über den schlechtesten Witz hysterisch lachend Tränen vergießen zu können. Und ich muss sagen, es war nicht das schlechteste Gefühl, einem Kampf und eine Gefahr überlebt zu haben. Ich war stolz auf das, was wir heute erreicht haben, und sehr gespannt darauf, was die anderen sagen würden. Ich malte mir bereits aus, wie ich unsere Heldentat ausschmücken konnte, doch dabei fiel es mir endlich wie Schuppen von den Augen. Ich frage mich nur, was ist denn, Haki? Haben wirklich diese Goblins den Konvoi überfallen? Wir hatten so leichtes Spiel mit ihnen. Die den Konvoi eskortierten und Wachen hätten die noch bestimmt in den Streifen geschnitten. Vorlesen ist echt immer viel zu schwierig und skillintensiv. Vielleicht waren es bei dem Überfall mehr Goblins und sie haben tatsächlich bei Nacht aus dem Hinterhalt angegriffen. Das wäre zwar möglich, aber wir haben keine Beweise dafür. Schaut mal, was liegt denn da? Das ist ein Wappenrock, wie ihn die Krieger Karadons tragen. Total zerrissen. Einer der Goblins muss ihn bei dem Überfall gestohlen und jetzt im Kampf verloren haben. Also waren es tatsächlich diese Goblins, die den Konvoi überfallen haben. Ich frage mich nur, was aus unseren Leuten geworden ist. Stimmt, der Goblin faselte etwas davon, dass sie mitgenommen haben. Normalerweise würde ich ja nicht viel auf Goblin-Geschwätz geben, aber in diesem Fall... Das würde bedeuten, dass unsere Leute vielleicht noch leben. Wir sollten sofort zum Kriegsherrn zurückkehren. Wenn wir uns beeilen, können wir sie vielleicht noch retten. Egal, wie schnell wir laufen. Vor Anbruch der Nacht werden wir es kaum schaffen. Na gut. Wait-Befehl? Der vorbei ist. Ey, hier liegt Hakis Rüstung rum. Hier liegt Hakis Rüstung und wir können sie nicht nehmen. In diesem Topf scheint der Tross sein Abendessen zubereitet zu haben, als die Goblins die Feige überfallen haben. Das ist wahrhaftig nicht die Art, wie ein Krieger fallen sollte. Aufgeschlitzt beim Essen. Diese Karren sind in einem absolut desolaten Zustand. Die Handwerker der Drachenhalle werden lange damit beschäftigt sein, diese Schäden zu beheben, um die Karren wieder flott zu bekommen. Viel größere Sorgen bereitet mir die Überlegung, dass die Drachenhalle Schwierigkeiten haben wird, noch einmal Wachmänner aufzutreiben, wo doch Soldaten zurzeit recht knapp sind. Normalerweise ist das ja in ziemlich vielen Spielen immer so eine Art innerer Monolog, aber hier scheint er das tatsächlich laut auszusprechen. Gekonnt ausgeraubt, nicht das kleinste Klümpchen Eisenerz ist in diesem Ton zurückgeblieben. Wenn es wirklich die Goblins waren, die diesen Angriff verübt haben, dann müssen diese schmächtigen Kreaturen ja unzählige Male hin und her gerannt sein, um ihre gestohlene Beute abzutransportieren. Ich bin immer gespannt, ob es wirklich die Goblins waren. Okay, na gut. Wir müssen dann wohl auch leider wieder zurück nach Eichengrund. Was ich natürlich ein bisschen schade finde. Ich würde mich gerne in diesem Wald hier umsehen. Aber wer weiß, ob der Wald überhaupt zu Ende gemappt... Ja, da war jetzt ein kleiner Cut drin wegen Avast-Fail, meinem Antivirenprogramm. Da könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, welches Antivirenprogramm ihr benutzt. Schnell und ohne große Worte legten wir Reisenden die letzten Meilen nach Eichengrund zurück, wo wir mit dem Anbruch der Dämmerung auch ankamen. Das waren doch nur 2 oder 3 Maps. Die anderen Gruppen waren ebenfalls schon eingetroffen und Torstor ließ es sich nicht nehmen, höchstpersönlich beim Kriegsherrn Bericht zu erstatten. Kurze Zeit später war Kyler über den grausigen Fund in Kenntnis gesetzt und ob der Erschöpfung der jungen Rekruten ordnete er an, die Nacht im Lager zu verbringen. Juhu, 2 Attributspunkte. Ist die Nacht schon vorbei? Okay. Das sieht wirklich überhaupt nicht nach Nacht aus. Na gut, dann nutze ich die Gelegenheit erstmal, um zu speichern. Oh, Haki ist gerade alleine. So ein verfluchter Mist, warum trifft das Schicksal immer mich so hart? Was ist denn dir widerfahren? Es geschah heute auf meiner Patrouille, als ich zusammen mit den mir zugeteilten Rekruten nach dem Konvoi gesucht habe. Als wir den ersten Feindkontakt hatten, wollte ich logischerweise helfen und habe mit meinem Bogen einfach auf den Feind geschossen. Dummerweise habe ich nicht darauf geachtet, wo sich meine Ausrüstung befindet, und den Köcher von Algret vollkommen leer geschossen. Später, als uns die Goblins verfolgten, hatten wir keine Pfeile mehr. Alcando sei Dank, dass Kyler wie aus dem Nichts aufgetaucht ist und die Goblins zurückgeschmettert hat, sonst wären Algret und ich vielleicht nicht mehr am Leben. Nun, wie dem auch sei, der Kriegsherr hat mich in seiner grenzenlosen Wut dazu verdonnert, hier die gesamte Nacht Wache zu halten. Und mein Bruder Torstor hat mich den halben Abend zusammengeschrien und vor den anderen endlos blamiert. Ich bin so am Ende mit meiner Kraft. Wir versuchen mal zu überreden. Ach Torben, nun lass dir doch die Seele nicht schwer machen. Wir alle machen Fehler. Jeder von uns wird in diesem Krieg an die Grenze seiner Leistung geführt. Und dass man Momente hat, in welchem die Wogen der Verantwortung über einem selbst zusammenschlagen zu drohen, sind ganz normal. Du solltest dir nicht gram sein. Ich werde mit Algret sprechen und ihre Wut ein wenig dämmen. Verlasse dich auf mich, mein Freund. Es tut mir so leid. Ich wollte Algret nicht in Gefahr bringen.
Ich danke dir so sehr, Haki. Vielen Dank, dass du mir zugehört hast. Hier, diese beiden Edelsteine habe ich heute gefunden. Sie sollen dir gehören, als Zeichen meiner Dankbarkeit. Fetten unreiner Mondstein und ein unreiner Saphir. Das sind doch ziemlich gute Gegenstände, die ich sehr gerne annehme. Und hier ist Aigrid. Nee, das ist Asa. Ach ja, genau, Aigrid ist da hinten. Haki, du bist es. Wie schön, dass ich dich noch treffe. Mir ist in diesem Moment nach einer Person, die mir zuhört. Ich bitte dich, setze dich doch zu mir. Ich möchte dir danken, lieber Haki, dass du mir heute gegen diesen garstigen Dorfvorsteher Naidan beigestanden bist und mir Trost gespendet hattest, wo mich sensible Seelen die Tränen wieder übermannt hatten. Das war sehr lieb von dir. Ach, Asa, gräme dich nicht mit alten Erinnerungen und Gedanken. Letzten Endes haben wir gut gegessen und niemand hier kann dir einen Vorwurf machen, versagt zu haben. Wir befinden uns in einer kriegerischen Auseinandersetzung und es wird immer Menschen geben, die darin verwickelt sind und schlimme Entbehrungen auf sich zu nehmen haben. Sei unbesorgt, bald schon wird das hier vergessen sein. Das war alles, was ich mir sagen wollte? Oh, da vorne sitzen Svenja und Gorath mit den anderen zusammen. Was muss ich da sehen? Svenja scheint zu weinen. Ich hasse diesen verfluchten Tag, ich hasse diese verfluchte Erkenntnis. Das Wissen, das mich im Schlafe so schrecklich überfallen hat. Die Gewissheit, niemals mehr lieben zu können, wie ich dereinst ihn liebte. Ach Svenja, hey, starke Svenja, sag doch so etwas bitte nicht. Die Sonne geht doch immer wieder auf. Und selbst der Ochse, der von Pfeilen gespickt ist, erholt sich von seinen Wunden. Auch wenn er sich in den Momenten des Schmerzes einfach nur hinlegen möchte und sterben möchte. Gorath, es ist alles so sinnlos geworden. Meine Welt ist verloren und erschüttert. In Trümmern liegt mein Herz und die Staubschwaden der Trauer drohen mich zu ersticken. Ich kann nicht mal mehr meine Augen öffnen, so sehr schmerzt mich der Anblick einer Welt ohne ihn. Was macht dich denn so sicher, ihn verloren zu haben? Hast du denn nicht gesehen, welche Lichtstrahlen der Verliebtheit, welche Funken der Freude die arschgeweihte Amira in Hakis Augen zaubern konnte und wie die beiden sich streichelnd und küssend neckten, während sie miteinander sprachen und ihre Stimmen der Hauch erster Knospen der Liebe zu hören war? Nein, wir hatten eine wundervolle gemeinsame Kindheit und sind stets liebevoll miteinander umgegangen. Aber es war töricht zu glauben, dass die Liebe zu einem Menschen wie Haki, geboren im Sternzeichen der Verführerin, mit einer ehrlichen Kriegerin wie mir jemals funktionieren würde. Verdammte Axt! Ich verstehe dich, Svenja. Ich kann deinen Schmerz nachfühlen. Ich habe ebenso gelitten, vor gar nicht allzu langer Zeit. Ich muss zugeben, ich war nämlich auch in Haki verliebt. Jeder hier ist in Haki verliebt. Er ist ja auch der Protagonist des Spiels. Frag mal Asa, was der davon hält. Nein, ich war noch nie in Haki verliebt. Danke. Es war vor annähernd 3 Jahren. Dazu sprang in einer einzigen schrecklichen Nacht mein Herz in abertausend kleine Scherben. Und manchmal, wenn ich darüber nachdenke und mich in den Schlaf quäle, spüre ich jeden einzelnen Splitter, der sich damals in den Leib meiner Seele gebohrt hat. An jedem schicksalshaften Abend war ich mit meinem Vater und meiner Mutter und meinen Brüdern beim letzten Spiel der karadonischen Orkbeimannschaft dieses Jahr. Ravinia, denn das letzte Spiel sollte in der Hauptstadt Karadons stattfinden, war in sein feinstes Gewand gehüllt. Allen Ortens duftete es nach Braten, Backwerk und allerlei Naschereien. Die Frauen waren noch niemals so hübsch wie an diesem Tage gewesen und niemals mehr habe ich würzigeres Bier genossen als an jenem Abend. Langsam versank die Sonne hinterm Horizont und die Fackeln wurden entzündet, eine nach der anderen, und so feierlich, als wäre Mutter Turinia zu uns herabgestiegen. Ravinias Mannschaft, Rache Ravinia, war unser ganzer Stolz und war nur diesen einen Sieg davon entfernt, in diesem Jahr als beste Mannschaft mit den letzten Jahre vom Feld zu gehen. Mit ehrwürdigem Marsch trat unsere Mannschaft auf das Spielfeld. Daneben die Herausforderer und zwei platzierten Erstschlag Eisweg. Und dann sah ich sie, inmitten der gegnerischen Mannschaft, eine blonde, hochgewachsene junge Frau mit dem Namen Jodis. Sie sollte mein Herz brechen und mich in tiefste Trauer stürzen. Hat sie dich denn verlassen oder dich ignoriert? Was? Nein, ganz und gar nicht. Ich kannte sie im Grunde gar nicht. Aber es war sie, die im allerletzten Augenblick vor Schluss den entscheidenden Punkt erzielte, der Eastwick gewinnen lassen sollte. Oder Eastwick. Dieses verdammte Miststück. Unsere Träume der Meisterschaft waren geplatzt und Rache Ravinia, nur mehr ein spöttischer Witz, über den man beim Lokalrivalen Eastwick nur lachen konnte. Meine Fresse, was habe ich geheult? Ach, Gorath, du Ochse, du und deine einfache Welt, du und dein starkes, wundervolles, schlichtes Gemüt. Wie schön muss es sein, so zu leben wie du. Das ist nicht schwer, kleine Svenja. Ha, in meiner Welt ist noch ein Platz frei. Reserviert für eine liebe und gute Freundin. Für einen ganz besonderen Menschen mit goldenen Haaren und einer süßen Nase. Okay, jetzt versucht Gorath uns hier Svenja auszuspannen. Jodis?
Oh, nein! Warte, ich zeig dir die Person. Guck mal, ein Bild von dir. Oh, nein, das ist ein Bild von Haki, verdammt. Goret ergriff breit grinsend hinter sich und holte aus seinem Leinsack einen blank polierten Rundschild aus Bronze hervor, in dessen glatter Oberfläche sich das Lagerfeuer spiegelte. Feierlich übergab er den Rundschild an Svenja, die Goret mit zusammengekniffenen Augen und gepressten Lippen ansah. Doch ihre Augen füllten sich mit Tränen. Jedoch entlarvte der lächelnde Mund Svenjas diese Tränen als salzigen Boten der Freude. Schniefend schmiegte sich Svenja an Goret, und während sich beide streichelten, fanden ihre Lippen zu einem ersten Kuss zueinander. Oh. Ihr Götter. Ich hatte ja keine Ahnung. Jetzt bin ich irgendwie ein bisschen mitgenommen, also... Ehrlich gesagt war das bisher sowieso ein bisschen schwierig, weil ich wusste jetzt irgendwie nicht so wirklich, ist Svenja jetzt unsere Freundin, also unsere gute Freundin? Denn als feste Freundin erschien sie mir nicht, aber manchmal hat sie ja trotzdem irgendwie so Eifersuchtsszenen und sowas gemacht und, also heißt das, sie war jetzt die ganze Zeit über einen Haki verliebt und, ja, jetzt wird sie einfach von Goret klar gemacht. Na super. Ah, da muss ich... Gut, was heißt, da muss ich mit Haki mitfühlen? Jetzt sind sie auch weg. Das ging schnell, jetzt sind sie direkt ins nächste Gebüsch gegangen. Oh Mann, ey. Ja, da muss ich tatsächlich mit Haki mitfühlen, das, Oh Gott, darauf hätte ich wirklich überhaupt keine Lust. Na, Haki, war das nicht ein verdammt guter Tag, um wieder ein paar Köpfe einzuschlagen? Diese Langeweile und dummen Aufgaben in der Drachenhalle hätten mich fast umgebracht. Aber nun bin ich froh, dass es endlich in den Krieg geht. Ha! Das war ein Spaß, als wir auf diese Goblin-Patrouille stießen und dieses Pack so richtig aufgemischt haben. Der Nase hätte zu sehen sollen, Haki. Ach, Ragnar, langweile Haki bitte nicht mit deinen Geschichten. Bitte. Ach, Unsinn, ich sag dir, unser Arsam war der Held des Tages. Ronja, blind wie ein Huhn, marschiert durch den Wald und summt die ganze Zeit Dummdreist-Lieder vor sich hin. Fast hätte sie wohl noch Blumen gesammelt. Aber dann! Urplötzlich schießen Pfeile aus den Baumkronen. Arsam, dieser Tausendsasse. Ragnar, bitte. Psst. Also Arsan, dieser verdammte Held, wirft sich auf Ronja, die Pfeile verfehlen sie dadurch knapp, und Arsan greift sich wutentbrannt an den Fuß. Einer der gefiederten Todesbuten hat ihn dort getroffen. Arsan, nun stinksauer, zieht den Pfeil aus seinem Fuß, greift nach seinem Dolchchen und... Tschakka! Ehe ich meine Axt ziehen konnte, liegen zwei der Bastarde am Boden, die Dolche mit einem hässlichen Gesicht. Ich greife nach meinem Schild, und als ich abermals hochblicke, packt Arsan den letzten haarigen Mistkerl am Genick und schüttelt ihn so derbe durch, dass sein Genick bricht. Ronja indessen steht auf, sieht den Arsan ganz verdattert an. Der blickt sie an und zack, schlägt ihr in die Kniekehlen. Sie bricht wieder zusammen und wieder sausen zwei Pfeile an ihr vorbei, wo vor Windkornschlägen noch ihr Kopf war. Arsan, nun echt drachenteufelswild, rennt los, wirft sich in die Büsche und nur Augenblicke später kommt er blutbespritzt und mit eiskaltem Blick aus dem Busch gerannt. Dieser Berserker hat mir nicht einen Feind übrig gelassen, kannst du dir das vorstellen? Ja, Ragnar, sei doch froh darum. Danke den Göttern für jeden Tag, den du nicht gezwungen wirst, deine Hände mit dem Blut des Feindes zu besudeln. Ich habe getan, was ich tun musste. Es war keine Zeit, an etwas anderes zu denken. Also nur alter Langweiler, lass dich doch feiern, wenn du schon der Held dieses Einsatzes bist. Feiere mich, Ragnar, wenn ich es schaffe, Leben zu beschützen, nicht wenn ich töte. Leben schützen? Da sause ich doch lieber mit dem Rundschild den Ravendiakur runter. Immerhin hast du doch diesen Pfad gefunden, der uns das Goblin-Dorf dann hat finden lassen. Wessen Blut auch immer morgen fließt, du hast deine Finger schon jetzt gut damit besudelt. Oh, ein Goblindorf. Schön, gut zu wissen. Ah, Haki, du bist es. Setze dich doch und nimm eine Schüssel meiner Suppe. Sie wird dir mit Sicherheit gut tun. Gerne, ich danke dir vielmals. Algre, diese Suppe schmeckt ja atemberaubend gut. Was? Wie lange hast du daran gesessen? Nun, mehrere Stunden. Ich hatte heute ein sehr unschönes Erlebnis und habe etwas gebraucht, um meine flammende Wut im Bauch wieder zu besänftigen. Und er wirkte das Kochen und Backen bei mir Wunder. Auch wenn ich mich nicht in der heimischen Taverne, sondern in einem Feldlager befinde. Hm, ich verstehe. Und ich habe von dieser Sache mit Torben gehört und wie dumm sich dieser Kerl im Einsatz heute angestellt haben muss. Es tut mir im Herzen weh, dass du wegen ihm Angst haben musstest. Aber ich würde mir an seiner Stelle keine Sorgen mehr machen. Ich habe mit dem armen Kerl gesprochen und ich habe selten jemanden gesehen, der so zerknirscht seine Fehler bereut. Ich bin sicher, dass er seine Lektion gelernt hat und dass das nächste Mal besser Acht gibt. Ach, gütige Turinia, ich bin schon lange nicht mehr wütend. Der Kriegsherr und auch seine Brüder haben Torben schwer zugesetzt und ich war nur am Anfang wütend. Es ist doch sehr lieb von dir, Haki, dass du dich der Sache angenommen hast. Aber mir wäre es lieber, wenn ich es schnell vergessen könnte. Bitte, bring dem Jungen diese Schüssel mit der Suppe und sag ihm, dass ich es ihm verziehen habe, ja? Klar, mache ich doch natürlich sofort. Das ist ja dann direkt das... Okay, da ist der Feldherr, den werde ich erstmal noch in Ruhe lassen. Dann, ja...
Hier, Torben, diese Suppe kommt mit den besten Grüßen von Aigrid, die dich wissen lässt, dass sie in keinster Weise mehr Groll gegen dich hegt. Ich hoffe, du weißt das zu würdigen und gibst in Zukunft mehr Acht auf dich und andere. Vielen Dank, Haki, hab Dank. 10 Talentpunkte, schön. Dann nutze ich erstmal die Gelegenheit, um nochmal zu speichern. Wir haben jetzt hier schon ein paar Sachen erledigt. So, dann kommen noch hier die beiden unten ran. Ach, ihr Götter! Ach, Agok! Nein! Ach, ja. Ah. Ronja legte den Kopf schief und seufzte theatralisch einen langgezogenen Klagelaut. Ah. Ronja seufzte abermals theatralisch. Was ist denn? Ach, nichts. Ich wollte dich nicht bei deiner Mahlzeit stören, Agok. Ist schon in Ordnung. Deine Nerverei hat mir sowieso den Appetit verdorben. Also, Weib, was ziehst du so ein Orkgesicht? Na gut, wenn du es unbedingt wissen willst. Ich habe mich gefragt, ob du mir ein bisschen was über Torstor erzählen kannst, da du ihn ja schon seit Jahren zu kennen scheinst. Ja, frage doch einfach selber, ich bin doch nicht dein dummes Orakel. Das kann ich ja nicht, da er mir ohnehin nicht wirklich antworten will. Dann nerv ihn mit derselben Penetranz, mit der du mich nervst, Weib. Dann gib dir irgendwann auf. Wie lange kennst du ihn denn nun schon, Agok? Lang. Und wie gut kennst du ihn? Gut. Was macht er denn so? Atmen. Kann es sein, dass du nicht mit mir reden willst? Ja. Und was hat das auch einen Grund, du grober, ungehobelter Klotz? Ja. Und welchen? Dich. Warum bist du zu allen Menschen immer so gemein? Warum kannst du nicht ein klein wenig freundlicher sein? Warum bist du immer so grob und hart? Warum? Warum hältst du nicht einfach dein dummes Maul und lässt mich diesen Schweinefraß hier zu Ende fressen, ja? Ich habe keine Freude an diesen dummen Gesprächsthemen, empfinde keine Freude an Freundschaften. Mir ist diese verfluchte Mission egal. Mir bist du egal, Torstor ist mir egal und der Kriegsherr kann meinetwegen von Wölfen massakriert werden. Ich will das hier einfach nur überleben, ich will das hier einfach durchstehen und dann nach Bergenturn. Bist du so vernarrt in den Krieg? Drängt dein Herz wirklich danach, die Wölfe zu schlachten? Du hast nicht die geringste Ahnung, Mädchen. Lass es gut sein, ich habe meine Gründe. Wenn du an Torstor interessiert bist, frag Rabeck oder Torben. Einer ist sein bester Freund, der andere sein schwachköpfiger Bruder. Beide kennen ihn besser, beide werden dir antworten. Ende der Unterredung! Das war ja mal... Der Krieg stresst eben Leute und Leute stressen den Krieg. Na gut, er kann das Dorf nicht in diese Richtung verlassen. Kann ich in die Zelte. In diesem Zelt nächtigen Torstor und seine Leute. Ja, das ist mir doch egal. Da will ich reingehen. Kann ich aber nicht. Und dann ist das hier unser Zelt, oder? Dies ist das Zelt, in dem ich zusammen mit Ragnar, Asa, Aigrid, Gora, Svenja und Arso nächtige. Durch diese Menge an Leuten ist es sehr beengt, hat aber den Vorteil, dass es sehr warm und behaglich ist. Wenn es jetzt noch eine Möglichkeit gäbe, das Schnarchen von Gora zu unterbinden, dann könnte man sich an diese Schlafstätte fast gewöhnen. Wir nutzen erstmal noch die Nacht. Auch wenn ich jetzt natürlich nicht so wirklich weiß, was ich jetzt noch großartig machen kann. Ich kann ja noch mal mit ihm hier reden. Der bewacht ja das Haus. Verschwindet! Der Meister will nicht gestört werden! Ach, schade. Na gut, okay. Dann, ja, einkaufen lohnt sich ja erstmal nicht. Und wir sind jetzt schon so weit im Part drin. Wenn ich jetzt irgendwie eine Sequenz beginne, dann dauert das ewig. Dann habe ich heute Nacht alles gesehen. Und ich, bin natürlich mit dieser Wendung nicht so einverstanden, dass, dass Svenja und Gorath jetzt wahrscheinlich gerade irgendwie in irgendeiner Ecke liegen und bald Caught in the Act sind. Na gut, dann war es das erstmal für heute mit Sternenkind-Saga. Beim nächsten Mal geht es dann weiter und ich denke mal, wir werden dann auch die Goblins ausrotten. Ich freue mich schon drauf und ich bin ja auch mal gespannt, wie es mit Haki, Svenja und Gorath weitergeht. Bis dahin.